Hallöchen. Hallo. Ja, wir machen uns jetzt gleich auf den Weg nochmal zu den Nashörnern und zwar diesmal mit dem Auto. Genau, und zwar ist das jetzt der Afternoon Drive und wir sehen jetzt praktisch nochmal dieselben Nashörner wie beim Track auch, also wo wir zu Fuß gelaufen sind. Das ist aber uns vollkommen egal, weil wir lieben Nashörner und vielleicht sehen wir auch noch andere Tiere wie Giraffen zum Beispiel, Streifengnus, Impalas oder Kudus. Denn die gibt es ja auch in dem geschützten Reservat. Und ja, da sind wir schon ganz gespannt, was der Nachmittag so bringen mag. Denn es ist momentan noch unglaublich heiß. Aber ich denke, in der nächsten Stunde, anderthalb Stunden, wird es schon etwas kühler werden. Und dann werden halt auch die meisten Tiere wieder aktiv, fangen an zu fressen. Weil die Tiere müssen natürlich genauso Schutz vor der Sonne suchen wie wir auch. Und ja, vielleicht haben wir da noch bessere Chancen, verschiedenste Tiere zu sehen als bei dem Rhino Walk. Und ja, wir sind gespannt, was jetzt gleich kommt. Der Fahrer fährt zügig über die Pisten der Waterberg Wilderness, denn er weiß ganz genau, wo die Nashörner zu finden sind. Per Funk hat er sich nämlich mit den Rangern, die die Nashörner rund um die Uhr vor Wilderern beschützen, verständigt. Und das ist leider auch notwendig, denn in der letzten Nacht waren Wilderer auf diesem Gelände unterwegs und glücklicherweise konnten diese vertrieben werden. Leider waren wir bei dieser geführten Tour nicht die einzigen. Allein in unserem Auto saßen 10 Personen und das war nicht das einzige Fahrzeug auf den Pisten der Waterberg Wilderness. Und so marschierten bei diesem ersten Stopp über 30 Personen zu den ersten Nashörnern, die wir finden konnten. Die waren auch sehr entspannt und ließen sich von all den Touristen gar nicht so richtig beeindrucken, denn sowas erleben sie natürlich hier täglich oder ja fast täglich. Durch die ständige Anwesenheit der Ranger gehört der Mensch außerdem zu ihrem Alltag dazu. Ranger und Touristen sind aber wichtig, um letztendlich diese Tiere zu schützen. Denn durch den Tourismus haben viele Menschen hier vor Ort einen Job und somit eine gute Lebensgrundlage. Dadurch haben Tiere hier einen ganz wichtigen Stellenwert. Es wird darauf geachtet, dass die Nashörner nach kurzer Zeit wieder ihre Ruhe haben. Und so ging es nach ca. 20 Minuten zurück zum Auto und wieder rauf auf die Straße. Bei dem zweiten Stopp dieser Tour trafen wir auf die anderen 3 Nashörner und auch hier wurden sie wieder von den Rangern bewacht. Der große Bulle markierte sein Revier und wanderte gezielt dem Weibchen mit dem Jungtier hinterher. Solche Markierungen mit Kot und Urin sind schon sehr wichtig, denn wenn man ein Revier besetzt hat, welches über Wasser und ausreichend Futter verfügt, dann möchte man das natürlich mit niemandem teilen und schon gar nicht mit einem anderen großen Bullen. Genau deswegen markiert man eben mit seinem starken Duft und schon bleiben die Nachbarn fern. Weil alle im Dickicht verschwanden, gingen wir zurück zum Fahrzeug und fuhren ein Stückchen weiter. Die Ranger wussten natürlich ganz genau, wo sie hin wollten. Inzwischen hat sich auch unser Konvoi langsam verkleinert und mittlerweile fuhr nur noch unser Auto an das Ziel der Nashörner. Das Ziel war eine große Viehtränke und es ist ein bisschen komisches Bild, so eine Tränke hier mitten in der Natur rumstehen zu sehen, aber Wasser ist eben nun mal sehr knapp hier in Namibia und weil die Nashörner seltene und wertvolle Tiere sind, die bei Wassermangel wahrscheinlich abwandern würden, macht man ihnen und anderen Tieren diesen Ort durch diese Viehtränken attraktiv. Auch in vielen großen Nationalparks sieht man künstlich angelegte Wasserlöcher oder Viehtränken, damit die Tiere dort einfach besser leben können und wir als Touristen die Tiere natürlich auch bewundern können. Der Bulle scheint ein wahrer Gentleman zu sein, denn er wartet die ganze Zeit, bis das Weibchen und auch das Jungtier genügend getrunken haben. Ja, das hat sich aber ganz schön in die Länge gezogen, denn die Viehtränke musste sich natürlich nach und nach immer wieder auffüllen. Der kleine Bulle versucht ab und zu mit ein wenig Schnauben den großen Bullen zu beeindrucken und das klappt sogar. Der Koloss weicht zurück. Das liegt natürlich nicht daran, dass der Kleine so beeindruckend ist, sondern eher daran, dass seine Mutter ihm zur Seite steht. Trotzdem ist es wichtig fürs Selbstbewusstsein des kleinen Bullen und solche Momente werden seinen Charakter auf jeden Fall formen. Wir verließen auch diese Nashörner, fuhren ein Stückchen weiter und trafen relativ schnell auf Giraffen und konnten diesen wundervollen Moment miterleben.
Zwei junge Giraffen machen eine Art Übungskampf, bei dem sie versuchen, noch einiges an Kampferfahrung dazuzulernen und bereits Erlerntes noch zu verbessern. Dabei werden sie von den restlichen Giraffen genauestens beobachtet. Während erwachsene Bullen als Einzelgänger durch die Savanne wandern, sind Weibchen mit ihren Jungtieren in der Regel in losen Verbänden unterwegs, die über 30 Tiere zählen können. Das heißt, man trifft sich, wandert ein Stück zusammen, frisst ein bisschen zusammen und wenn man eben wieder seines Weges gehen möchte, dann geht man wieder alleine seines Weges. Als junge Giraffe hat man die Möglichkeit, spielerisch Fähigkeiten zu erlernen, die wichtig fürs spätere Leben sind. Zum Beispiel eben das Kämpfen. Wenn erwachsene Giraffenbullen aufeinandertreffen, dann kann es nämlich zu Kämpfen kommen und die können sogar tödlich ausgehen. Da sollte man eine Giraffe auch nicht unterschätzen. Als großes Tier haben sie natürlich eine große Kraftübertragung, sodass die Kämpfe auch wirklich brutal werden können. Dabei werden Kopf und Hals als Schlagwaffe benutzt. Das heißt, die Giraffen schlagen immer wieder mit dem Hals gegen den Gegner. Der harte Kopf mit den noch härteren Knochenzapfen obendrauf fungiert somit als ordentliche Waffe, mit der man versucht, den Gegner zu verscheuchen, zu verletzen oder sogar zu töten. Giraffen können sich außerdem durch harte Tritte mit den Vorderbeinen gegen Löwen oder auch andere Raubtiere zur Wehr setzen und auch das will natürlich trainiert sein, damit man für den Ernstfall auf jeden Fall vorbereitet ist. Die anderen Giraffen scheinen das Schauspiel genauso interessiert zu beobachten wie wir, denn immer wieder hören sie auf zu fressen und schauen einfach rüber, was die beiden da so treiben. Und während die Sonne untergeht und der Abend hereinbricht, freuen wir uns sehr, dass das unsere letzte geführte Tour war, denn ab jetzt geht es individuell weiter. Das ist ja letztendlich das, was Namibia auch so ausmacht. Man kann selbstständig in die Nationalparks reinfahren und kann sich dort selbstständig fortbewegen und auf Tiersuche gehen. Und genau das erwartet euch auch in den nächsten Videos. Und die zwei, die haben noch eine ganze Zeit lang trainiert. So, wir sind zurück. Wie fandest du die Tour? Ich fand sie im Nachhinein super. Genau, zuerst, werdet ihr ja dann sehen, ging es ein bisschen schleppen voran mit den Tieren. Dann nachher wurde es richtig schön und wir durften den Sonnenuntergang noch mit Giraffen genießen. Das war richtig toll und haben noch ein bisschen was getrunken. Ja. Und haben viele nette Leute kennengelernt, die sehr interessiert waren an der Tierwelt. Und ja, das war ganz große Klasse. Da konnten wir uns gerade noch austauschen und jetzt werden wir gleich noch den Grill anschmeißen. Genau, und dann essen wir, was gibt's? Genau. Was heute das? Gibt es Oryx. Oryx gibt Steak es, genau. Und Toast. Genau, das müssen wir nämlich jetzt mal verzehren, weil das aufgetaut ist. Ja, das haben wir von so einem Fleischer mitgenommen. Ganz frisch. Genau, das wird heute hier verzehrt. In Afrika isst man nun mal wild, das ist so. Schmeckt auch sehr gut, muss man dazu sagen. Und ja, das ist der Plan. Genau. Das ist der Plan. Deswegen sagen wir jetzt Tschüss. Und gute Nacht. Und es geht im nächsten Video weiter. Genau. Ciao, tschüss. Ciao.